Am nächsten Sonntag geht's los. Endlich wieder Zweitliga-Fußball hier im Max-Morlock-Stadion zu Nürnberg. Wie weit die Mannschaft ist, wie fit sie sind vor dem Spiel gegen Kaiserslautern, Patrick Kammerbauer weiß mehr. Patrick Kammerbauer, die Vorbereitung nahezu zu Ende. Die ersten 5 Wochen, tun sie noch weh? Ja, man merkt schon noch ein bisschen in den Beinen heute im Spiel, dass es noch doch Vorbereitung war. Aber jetzt langsam kommt die Spritzigkeit dazu und jetzt sind alle bereit für den Saisonstart. Im Vergleich zu den letzten Vorbereitungen war es härter? Ja, ich denke, wir haben nicht so viele Läufe gemacht, sondern das eher uns im Training erarbeitet durch Spielformen. Deswegen war es für uns Spieler eigentlich angenehmer, anstatt im Wald zu gehen und da ein paar Runden zu drehen. Nicht so viele neue zu integrieren. Man meint schon, ihr seid schon eine richtig verschworene Einheit. Was zeichnet euch aus? Ja, es stimmt schon. Also wir sind eine verschworene Truppe. Wir sind einfach ein guter Haufen. Wir haben eine gute Teamchemie. Bei uns stimmt es einfach. Und auch die Neuen wurden gut integriert, sind ja auch meistens junge Spieler. Deswegen war das ganz einfach. Alle Testspiele gewonnen. Besser kann man sich, glaube ich, nicht vorbereiten, zumindest von den Ergebnissen her. Macht es den Kopf eher müde oder doch noch fokussierter? Nee, ich denke schon, dass wir jetzt euphorisch sind, dass wir jetzt loslegen wollen, auch in den Ligaspielen, dass wir da jetzt, wenn es um Punkte geht, da auch Punkte gewinnen wollen. Jetzt gleich, wenn es da eben losgeht, wollen wir natürlich dann auch zeigen, was wir drauf haben. Ich glaube, wir haben es über die Testspiele jetzt hinweg gut gezeigt, was wir können und jetzt wollen wir endlich loslegen. Mit den Füßen, mit den Beinen hast du gezeigt, dass du das kannst. Wie läuft es beim Autogrammischreiben? Hast du da noch genug Kondition? Ja, jetzt nach dem anstrengenden Spiel ist es natürlich ein bisschen schwerer, aber das kriegen wir jetzt auch noch gut über die Bühne. Der letzte Härtetest und das erste Spiel in dieser Saison in eurem eigenen Stadion. Wie hat es sich angefühlt? Ja, war geil, wieder hier vor mehreren Zuschauern zu spielen. Waren natürlich noch nicht so viele, wie es jetzt dann in der Liga sein werden, aber war wieder ein gutes Gefühl, hier daheim sozusagen im Stadion zu spielen. Ja. Was muss noch passieren bis zum nächsten Sonntag, bis es ernst wird gegen Kaiserslautern? Ja, ich denke, wir werden noch mal gut trainieren die Woche über, werden noch an den Feinheiten arbeiten und dann werden wir so wie heute einfach alles reinhauen und dann hoffentlich wieder gewinnen und dann 3 Punkte holen.